Komme an in diesem Raum und atme ein paar Mal tief ein und aus. Stell dir nun vor, wie aus deinen Fußsohlen Wurzeln wachsen, die dich fest im Boden verankern. Die Energie beginnt von der Mutter Erde hinaufzusteigen durch unsere Beine hinauf bis zum Wurzelchakra. Das Wurzelchakra ist rot und hier öffnet sich eine rote Blüte ganz weit. Die Energie steigt weiter bis zum Sakralchakra. Das Sakralchakra ist orange und hier öffnet sich eine orangefarbene Blüte ganz weit. Die Energie steigt weiter bis zum Solarplexus. Der Solarplexus ist gelb und hier öffnet sich eine gelbe Blüte ganz weit. Die Energie steigt weiter bis zum Herzchakra. Das Herzchakra trägt die Farbe grün. Hier befinden sich viele kleine Knospen, die zu Rosen werden. Diese Rosen werden sich nun öffnen. Achte darauf, welche Farben sich bei dir öffnen werden. Die Rosen schenken wir den Vorausgegangenen in der geistigen Welt und unseren Geistführern als Dank. Die Energie steigt weiter bis zum Halschakra. Das Halschakra trägt die Farbe Blau. Liebe geistige Welt, lege bitte die richtigen Worte in meinen Mund. Hier öffnet sich nun ein blaues Blümchen. Die Energie steigt weiter bis zum Stirnchakra. Das Stirnchakra trägt die Farbe Lila. Liebe geistige Welt, lass mich mit meinen inneren Augen sehen. Es öffnet sich nun ein lilafarbenes Blümchen, ganz weit. Die Energie steigt weiter bis zum Kronenchakra. Das Kronenchakra trägt die Farbe Weiß. Hier öffnet sich eine weiße Lotusblüte ganz weit. Weißes göttliches Licht tritt nun ein durch unser Kronenchakra und verbreitet sich in unserem ganzen Körper. Jede Zelle unseres Körpers wird weiß erleuchtet. Nimm nun alle Blüten und ordne sie auf einem Wagenrad an. Dieses Wagenrad dreht sich nun immer schneller und schneller und schneller, so lange, bis nur noch die Farbe weiß erscheint. Dies hilft uns, um uns nach oben zu schwingen. Zieh nun Schuhe und Strümpfe aus
und lehne dich mit dem Rücken an einen Baum, den du vor dir erkennen kannst. Der Weg dahin führt über eine saftige grüne Wiese. Du spürst das Gras unter deinen Füßen und den weichen Boden. Du läufst nun hinüber zu dem Baum, setzt dich unten zwischen seine Wurzeln und schaust hinauf in das Kronendach. Du versuchst, den Himmel zu erkennen, aber das Kronendach ist so weit oben, dass es erstmal den Himmel völlig verdeckt und wir auch das Ende dieses Baumes nicht erahnen können. Bleib nun am Fuße dieses Baumes sitzen und lass dich überraschen, welche Bilder dir die geistige Welt nun zeigen will.
kommt nun langsam zurück ins Hier und Jetzt. Spürt eure Hände, eure Füße, die Unterlage, auf der ihr sitzt. Atmet ein paar Mal tief ein und aus. Öffnet ganz langsam in eurem eigenen Tempo eure Augen. Und lasst die Bilder noch ein bisschen wirken, die die geistige Welt euch geschenkt hat. Genießt diese Entspannung. Und die Verbundenheit mit der geistigen Welt. Genießt diesen Moment, der nur für euch ist. Und dem Stress zu entkommen, der euch die ganze Zeit belastet.